Vielleicht werden wir ja mit Fähnchen empfangen oder mit Blumen oder was weiß ich nicht. Aber jetzt geht's in den Neubau. Geht hier rein? Da? Langsam habe ich das Gefühl, es passt auch nichts mehr rein. Da hinten stehen schon wieder die nächsten Laster, wird alles seine Richtigkeit haben. Kiel. Direkt an der Förde liegt das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, kurz UKSH. In den vergangenen 4 Jahren war Norddeutschlands größte Uniklinik Europas größte Krankenhausbaustelle. Auf 64.000 Quadratmetern entstand ein Neubau mit 5 Stockwerken. Jetzt steht der Umzug an. An nur 4 Tagen sollen 13 Kliniken in die neuen Räume einziehen. Medizinische Geräte und Patienten inklusive. 2 Jahre lang feilten Change-Managerin Ulrike Schraback und ihr Team an dem Umzugsplan. Als externe Beraterin steht ihr Irmgard Englert van Pfeil zur Seite. Die größte Herausforderung ist wirklich, dass all das, was wir besprochen haben, wirklich auch in die Tat umzusetzen. Es sind so viele dran beteiligt, von der IT, Medizintechnik, die ganzen Ausstattungsthemen, die ganzen einzelnen Stationen, Ärzte. Also es sind ja wirklich so viele Beteiligte, dass auch wirklich jeder dann seinen Job macht, wann er ihn zu tun hat. Also das macht natürlich Großprojekte aus, aber das ist einfach die Herausforderung. Und wenn ein Rädchen in diesem ganzen Projekt nicht funktioniert, dann funktioniert ganz viel nicht. Während des Umzugs soll der normale Klinikbetrieb uneingeschränkt weiterlaufen. Das UKSH muss für jeden Notfall gewappnet sein. Und das rund um die Uhr. In den kommenden 4 Tagen arbeiten alle Abteilungen mit doppelter Besetzung. Was ist das hier? Das ist hier von einem. Okay, von hinten hat es doch etwas anders. Herzstück des Neubaus, die Empfangshalle. Von hier aus geht es auf die 27 neuen Stationen, 10 davon mit Intensivbetreuung. Behandlungsräume, Patientenbetten, OP-Säle, jetzt ist alles unter einem Dach. Nach dem Umzugswochenende muss hier alles einsatzbereit und voll funktionstüchtig sein. Die ersten Untersuchungen sind für Montagmorgen 8 Uhr eingeplant. Bis dahin müssen nicht nur Geräte und Mobiliar, sondern auch knapp 300 Patienten aus den alten Stationen umziehen. Eine von ihnen ist Kerstin Hammer. Danke. Ich bin ein Cowboy und hab kein Pferd. Sie liegt seit 3 Tagen im UKSH. Ist doch wahr. Ist gut. 13 Kliniken an einem Wochenende. Da kannst du ja nur schon anpacken, 3 Jahre vorher zu packen. Also irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Listen, 1000, was weiß ich nicht, 1000 Koffer, 1000 Pöttepannen. Ich habe keine Ahnung, was die einen sammeln. Also es ist mir unvorstellbar. Also bei meinem letzten Umzug, da habe ich 10 Jahre gebraucht, bis ich die letzte Kiste ausgepackt habe. Und ich glaube, eine Kiste steht immer noch im Keller, die nicht ausgepackt ist. Beim Klinikumzug sind rund 6.500 Kartons im Umlauf. 12 LKW sind ständig auf dem Gelände unterwegs. Ich packe heute Abend meine Tasche. Das heißt, lasse ich meinen Mann packen. Und dann werden die morgen um 8 irgendwie uns hier alle nach unten bringen. Und dann werden wir mal gucken, was passiert. Vielleicht werden wir ja mit Fähnchen empfangen oder mit Blumen oder was weiß ich nicht. Wird bestimmt lustig. Während Kerstin Hammer ihrem Umzug morgen früh entspannt entgegensieht, ist Marcel Böder im Stress. Der stellvertretende Pflegemanager ist einer von 45 Umzugskoordinatoren. Habt ihr Schrittzähler eigentlich an? Ja, nee. Klar. Immer. Hast du? Echt? Ja. Ach, hör auf. Na klar, mit meinem iPhone. Ich habe gar kein iPhone. Also am Wochenende, als wir eingeräumt haben, waren wir bestimmt bei 23 bis 25 Kilometer pro Tag. Trepp rauf, Trepp runter, Möbel von A nach B. Also alles überall hin. In der Frauenklinik steht zunächst ein Geräteumzug an. Lass uns das älteste Gebäude, das bleibt nachher auch stehen.
Also wir reißen nachher hier komplett alles wieder ab, bis auf dieses Gelbe. Und das bleibt nachher stehen, wird aber nicht mehr in der Krankenversorgung drin sein. Also wird nachher Fläche, die der Immobilienpartner oder wir nutzen, rein Büros, also keine Patienten. Momentan ist da noch Kreißsaal drin, Mama-Zentrum. Alles, was wir hier zu bieten haben. Während nebenan noch Patientinnen versorgt werden, findet in Behandlungsraum 2 eine spezielle OP statt. Techniker der Herstellerfirma demontieren das Mammographiegerät, ein spezieller Röntgenapparat zur Untersuchung von Brustgewebe. Das empfindliche Medizininstrument wiegt rund 400 Kilo. Sein Wert 350.000 Euro. Schon die kleinste Beschädigung kann das Diagnosegerät unbrauchbar machen. Auf dem knapp 100 Meter langen Weg vom Alt in den Neubau müssen die Techniker jedes Baustellenschlagloch meiden. Und nicht nur mit dem Gerät sorgsam umgehen. Wir machen das jetzt, damit wir die Kraft, die die Rollen auf den Boden übertragen, verteilen, damit es nicht so zerdrückt wird. Damit die Matten nicht kaputt gehen und auseinandergepresst werden. Von meinem Gefühl würde ich sagen, wir tauschen es nochmal. Ist ja nicht so schlimm, weil da die Tür ist. Wir haben auch immer mehr Patienten mit Rollatoren und so. Also wenn es ein bisschen gängiger wäre. Und dann könnt ihr mit dem Stuhl auch ein bisschen ranfahren. Ja. Also dann hat man hier den Platz. Ja. Bisher läuft alles nach Plan. Doch der erste Umzugstag dient eher als Generalprobe für die kommenden Tage. Morgen stehen die ersten Patientenumzüge an. Ulrike Schraback und Irmgard Englert vom Pfeil besprechen mit Professor Steinfahrt den genauen Ablauf. Steinfahrt, kann ich dich gleich zurückrufen? Wir machen hier gerade die Planung für morgen. Ich rufe dich gleich zurück. Ja. Ne? Prima, tschüss. Ja. 5 Antipilze. Ja. Genau. Müssen wir was Besonderes dabei beachten? Oder, ja, nur ein Mann mehr zum Schieben. Ein Mann mehr. Genau. Und dann gucken wir uns die Liste an von der Kinderklinik morgen. Wir haben im Moment nur 24 Kinder und die Kinderintensiv machen wir sowieso separat. Genau. Wie viele Patienten morgen tatsächlich umziehen, steht erst kurz vor Umzugsbeginn fest. Es kann jederzeit zu Neuaufnahmen kommen. Sicher aber ist, dass bis zum Eintreffen der Patienten jedes einzelne der 340 neuen Zimmer bezugsbereit sein muss. Freitagmorgen, zweiter Umzugstag, kurz vor 8. Noch ist alles ruhig. Weil gestern alles wie am Schnürchen lief, fiel die geplante Umzugsnachtschicht aus. Dafür steigt jetzt die Spannung. Der erste von 100 für heute geplanten Patienten verlässt seine alte Station. Frau Modeecker, ist sie schon da? Nee, die kommt gleich zurück. Okay. Und die wollte bloß einmal den Weg ablaufen. Wie gesagt, ein Patient geht jetzt noch und dann vorhanden. Ja, super. Ja? Alles klar. Okay. Also wir haben jetzt an dem heutigen Freitagmorgen den ersten Umzug der chirurgischen Klinik. Es ziehen ja mehrere stationäre Einrichtungen um in den Neubau. Und in diesem Fall ist es jetzt die A6, eine Wahlleistungsstation. Und wir sehen hier auch wirklich schon auf dem Flur die ersten Abstimmungen mit der Koordination, sodass wir jetzt jeden Patienten einzeln rüberfahren in den Neubau. Um kurz nach 8:30 ist Kerstin Hammer an der Reihe. Haben Sie noch Sachen im Bad oder im Schrank irgendwo? Alles auf dem Bett. Okay. Brille, das ist ja super, dass das hier alles drauf ist. Eben hatten wir nämlich einen Transport mit Rollator und mit Koffer. Alles weg. Sie haben alles mit? Auch nichts mehr im Nachtschrank. Sie kriegen neuen drüben. Oh nein. Ja, alles in der Balance. Das Röschen. Das kannst du festhalten. Ist ja ihrs, ne? Das ist meins, ja. Kontrollieren, ob wir alles dabei haben. Also das. Frau Hammer, einmal hier Ihr Patientenbegleitschein. Ihr Name steht drauf. Sie gehen auf die 512. Station 511. Sie 12. Haben 512. Sie haben Nummer 4 und liegen an der Tür, genauso wie hier. Jetzt ziehe ich auch mal raus. Ja. Es kommt mal wieder ein Eiweckmund. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin aber überall losgekabelt worden. Ja, ist alles los. Ja. Monitor ab.
Kerstin Hammer wird in-house transportiert. Das heißt, sie muss das Gebäude nicht verlassen. Der Neubau ist an den Altbau direkt angeschlossen. Moin. So, Hammer, jetzt geht's in den Neubau. Während des Patientenumzugs ist die Halle für den Gerätetransport teilweise gesperrt. Da vorne gehen wir jetzt noch am Check-in vorbei. Einmal bei mir Pause machen, bitte. Ja, natürlich. Was kann ich denn für Sie tun, Jungs? Herzlich. Was kann ich denn für Sie tun? Herzlich willkommen im Neubau. War okay der Transport so? Super. Ich hoffe, Sie fühlen sich gleich wohl auf der neuen Station. Ist ja hochinteressant hier. Ne? Pflegedirektorin Sabine Richter hakt jeden eingecheckten Patienten von ihrer Liste ab. Eine Patientin ging vorhin vorbei, die wollte auch von mir nicht angesprochen werden. Da haben wir nur schnell aufs Kärtchen geguckt, die wollte keinen Apfel und nichts. Aber die allermeisten, habe ich das Gefühl, finden das nett. Also man redet eine Minute und guckt und bedankt sich dafür, dass sie das alles mitmachen. Und nö, die meisten finden das nett, ne? Ja. Riechen Sie vielleicht auf das Neue? Oh ja, man riecht ein bisschen nach Farbe, ne? Mhm. Ein bisschen neu. Ich komme auf den C-Bürger als Feldverhandler. Genau. Also das ist so einmal unterstellt. In einem klinikeigenen Erfassungssystem ist genau registriert, welcher Patient auf welches Zimmer kommt. Verwechslungen könnten fatale Folgen bei der Medikamentierung haben. Ja, also erstmal einfach den Tüdel da irgendwo in den Schrank, die Handtücher ins Waschbecken. Ja, also nebenan ins Badezimmer. Ne? Das ist mein Schnarchelmat, den brauche ich nachher. Anderthalb Stunden später haben weitere 11 Patienten den Umzug hinter sich gebracht. Also ich fand das überhaupt nicht schlimm. Also da gibt es Schlimmeres im Leben, ganz ehrlich. Da soll man sich nicht so anstellen. Die Patienten von Station A6 sind nun vollständig in ihren neuen Räumen angekommen. Am Vormittag stehen keine weiteren Umzüge an. Die Bahn ist wieder frei für den Transport von Möbeln, Büromaterial und medizinischen Geräten. Rund 8000 Untersuchungs-, Diagnose- und Messinstrumente wechseln ihren Einsatzort. Teilweise kommen sie aus den alten Kliniken, vieles wird neu angeliefert. Alle von euch ein Arzt, aber kein Skalpell dabei, oder was? Wir sind keine Chirurgen, wir sind Anästhesisten. Auspacken statt operieren. Beim Umzug legen die Ärzte selbst Hand an. Das ist wieder klar. Das ist wieder ganz typisch. Als allererstes zieht das Bett ein. Passt es nicht. Bild hier rein. Da. Das sieht gut aus. So, und jetzt kann es, glaube ich, da ein, in die beiden Zimmer kommen wir rein. Oder da sind 15 mein Telefon. Einfach reinstellen. Danke schön. Das sind unsere Transporteinheiten, das ist mit die Seele der Intensivstation und die brauchen wir morgen früh. Und wir haben sie extra so bestellt, dass sie auch noch kommen. Die wurden just in time produziert für uns und deswegen müssen wir einfach alle anpacken. Hilft alles nichts, im Gegenteil, macht ja auch Spaß. Zwei Stunden später. Gleich sollen die ersten Transporte von der Intensivstation starten. Umzugskoordinator Marcel Böder will sichergehen, dass die Vorbereitungen dazu gut laufen. Ist der Patient schon los oder nicht? Bei Intensivpatienten hängt das Leben an Apparaten. Dieser junge Mann leidet an schwerem Lungenversagen und liegt im künstlichen Koma. Bei diesen Patienten haben wir jetzt die Herausforderung, dass wir eine Isolation haben. Sprich, der Patient hat einen resistenten Keim, den wir natürlich auch in dem Transport mit berücksichtigen müssen. Das heißt, die Wegeführung muss so frei sein, dass wir wirklich keinen Kontakt mit irgendwelchen anderen Patienten, mit Mitarbeitern, Personal oder Mobiliar haben, sodass wir da die bestmögliche Voraussetzung auch schaffen, damit wir schnellstmöglich auf der neuen Zielstation sind. Okay, alles klar. Also seid ihr quasi auf dem Weg.
Eins, zwei, drei. Das sind jetzt die langen Schläuche, die wir bestellt haben, ne? 3 Meter haben wir jetzt gesagt. Das ist perfekt. Hast du jetzt alles angesprochen? Wir sprechen sehr für IKG haben wir, genau. Wir lassen das immer überlappend laufen. Also er kriegt keine Pause. Er merkt das nicht. Ja? Also das ist ja die Kunst, deshalb brauchen wir auch ein bisschen Zeit, dass wir das so steuern, dass er immer die gleichmäßige Dosis kriegt. Ohne Hektik, damit da kein Fehler passiert. Der Weg des Patienten auf die neue Intensivstation ist genau festgelegt. Marcel Böder weist die Streckenposten ein. Sie verhindern riskante Umwege. Ja, die Patienten kommen linksseitig, kommen sie rein und dürfen nicht in diese Ebene, sondern nur geradeaus hier durch. Ja? Okay, klar. Top. Dann bleib hier einmal stehen. Hat sich die Patientenliste geändert? Oh, nochmal? Ja. Okay, wann wäre das in etwa? Wenn Patienten von der A4 kommen, ne? Ja. Kannst du mir dann einmal bitte Bescheid geben? Wenn du erreichbar bist, ja. Die starten aber erst ab 11, die möchten es gern so, dass erstmal die und dann machen wir hinten ran. Okay. Sollte zwischendurch einer kommen oder irgendwas sich ändern, einmal kurz Bescheid geben. Top, danke. Die Flure der alten Station müssen frei von möglichen Hindernissen sein. Alle sind auf ihrem Posten, unsere freiwilligen Umzugshelfer. Herr Böder, ja. Sie haben mit denen gesprochen und sind im Kontakt, dass wir haben, die Organisation drumherum steht. Genau, die steht. Mhm. Dann sieht die ganze Information, fahren wir auf Nummer mit. Jetzt haben wir den Patienten komplett an der Transporteinheit. Alle Parameter sind umgebaut. Die Beatmung ist jetzt vom Transportgerät übernommen, sodass wir jetzt sicher rüberfahren können. Susi. Die anderen Intensivpatienten sind bereits verlegt. Der resistente Keim des Koma-Patienten verlangt völlige Isolation. Er wird daher als letzter transportiert. Immer mit Gefühl. Da, wo es ganz hell ist, am Ende. Hier so, ne? Ganz. Das ist Ihr neues Zimmer. Der 13. Immer hängst dran. So, das ist wieder dieses Teil. Da müsste eigentlich jetzt, da sind es, da kommt jetzt. Ich muss einmal bestätigen, dass es der Fahrpunkt ist. Oben. Knapp eine Stunde später. Der Patient ist sicher angekommen. Die Datenübertragung funktioniert. Großartig, ich wollte Sie gerade fragen, wie es aussieht. Hervorragend, Herr Weiler. Herr Schädler. Boarding completed. Super, gut gemacht. Boarding completed, sehr schön. Ja. A1 auch schon? Oder alle? Oder nein. Nur B1? Nein. Ihre Einheit ist voll. Ihre Einheit ist voll. Super. Feierabend an Umzugstag 2. Unzählige Kartons und weitere 104 Patienten haben den Neubau bezogen. Am nächsten Morgen. Um Punkt 7 startet die Lagebesprechung mit Ärzten und Koordinatoren. Guten Morgen in die große Runde zum Tag 3 des Umzuges. Wir ziehen heute die komplette Frauenklinik um und haben da 2 Umzugslinien. Einmal die Neonatologie als eigene Umzugslinie, als Intensivumzug, wo uns wieder Herr Krüger von der Feuerwehr auch unterstützt und gemeinsam mit Professor Steinfarth auch schon gestern alles vorbesprochen hat. B6, B5, B2 und OPZ3. 5. OPZ5 und A3. Ich komme langsam durch den Tüttel. Bis 8.59 Uhr gehen die Damen in den alten Kreißsaal, ab 9 Uhr in den neuen. Und Professor Bauerschlag und sein Team entscheiden halt, wer bis 8.59 Uhr im alten Kreißsaal war, ob noch ein kleiner Spaziergang angeraten ist, dass wir dann schon gleich im neuen Kreißsaal weitermachen können. Wir bräuchten dann einmal noch den 4. Patienten. Der Plan steht bis auf die Minute. Unvorhergesehenes und Notfälle nicht ausgeschlossen. Dann denke ich, können wir starten. Wunderbar. Frohe Schaffung. UKSH-Klinikchef Professor Jens Scholz ist auch am 3. Umzugstag vor Ort. Ja, also gestern Abend war ja Bergfest. 4 Tage haben wir uns vorgenommen. Und es läuft besser als erwartet. Es ist tatsächlich so, wir haben ein halbes Jahr irgendwie am grünen Tisch geplant, mit allen möglichen Klinikdirektoren, Pflegekräften gesprochen, dann mit allen unseren Zulieferern gesprochen. Man sieht ja, wie viel Betrieb so auf der Magistrale ist, dass während die Patienten umziehen auch noch Material ins Haus reinkommt. Schon beim Bau war der 60-Jährige immer dabei. Jetzt hat Scholz auch den Umzug zur Chefsache gemacht. Also ich meine, ob ein Bett jetzt
an falsche Stelle geliefert wird oder der Hocker nicht gleich da steht, wo er stehen soll oder das Büro noch nicht richtig das ist zwar auch ärgerlich im persönlichen Erlebnis und wenn das Fenster sich nicht gleich öffnen lässt und nochmal nachgestellt, alles ärgerlich. Aber das Wichtigste, was im Mittelpunkt steht, deswegen geben wir uns da so viel Mühe, sind natürlich Patienten. Also ich bin froh, wenn der letzte Patient von seiner alten Klinik umgezogen ist und alle sicher in diesem Haus angekommen sind und das Ankommen auch damit verbunden ist, dass dann auch an dem Platz, wo er liegt, auch alles funktioniert. Neben der Medizintechnik soll auch das Unterhaltungsprogramm für die Patienten funktionieren. Umzugshelferin Gisela Arp will aufklären. Sie macht sonst ehrenamtlich Krankenbesuche. Jetzt stellt sie das Multimedia-Angebot vor. Wenn ich das nicht kapiere, können mir meine Söhne das erklären. Das ist gut. Dann lasse ich Ihnen natürlich auch noch dieses hier. Da steht auch noch mal was drin. Super. Aber die Söhne, das ist ja das Gleiche. Die wissen doch alles. Aber Sie können das selber auch. Das sollen Sie mal sehen. Also ich denke auch, das geht ganz, ja, ganz einfach. Wir haben das heute Morgen einmal durchgespielt und dann sollten wir das auch erklären können. In den Zimmern der nächsten Station bereiten sich Schwestern und Ärzte auf die Ankunft der kleinsten Patienten vor. Oberärztin Ann-Caroline Longard erwartet in der nächsten Stunde 5 Frühgeborene. Es wird geguckt, dass das Bett vorgeheizt ist, dass es sauber ist, weil die Hygienekinder haben ja noch nicht so eine gute Abwehr, dass wir da kein Infektionsrisiko haben. Dann müssen wir gucken, dass das Monitoring funktioniert. Ein Beutel noch für den Notfall, falls aus irgendwelchen Gründen das Beatmungsgerät nicht funktionieren sollte, wo wir jetzt erstmal nicht von ausgehen. Das sind die wesentlichen Sachen. Und dann so ganz banale Sachen wie, dass die Milch fürs Kind da ist und dass eine Pampers da ist. Vor dem Haupteingang wird währenddessen LKW-Ladung Nummer 134 angeliefert. Umzugstag 3 heute, ne? Und dann steht man zwischendurch mal hier draußen, um mal die Sonne zu genießen und denkt, wo kommt denn das jetzt alles noch hin? Also diese Massen an Laster mit Material, wo man denkt, also seit vielen Tagen verräumen wir Tag und Nacht immer mehr Betten, immer mehr Schränke, immer mehr Geräte. Und dann kommt schon wieder der Nächste. Ne? Das muss jetzt der Rest aus der Frauenklinik wahrscheinlich sein, aus der Gynäkologie, aber... Langsam habe ich das Gefühl, es passt auch nichts mehr rein. Da hinten stehen schon wieder die nächsten Laster. Wird alles seine Richtigkeit haben. Wahnsinn! Der Materialumzug liegt gut in der Zeit. Bald sind knapp 3/4 der Geräte im Neubau angekommen. Parallel startet in der Frauenklinik der sensibelste Teil des Umzugmarathons. Umgeben von Medizintechnik und unterstützenden Decken machen sich die Frühchen auf den Weg. Das kleinste von ihnen wiegt gerade einmal 500 Gramm. Letztendlich können die Kinder sich natürlich verschlechtern. Das ist Stress für die. Die kriegen mit, ob wir Stress haben oder nicht. Das heißt, wir müssen drumherum versuchen, eine möglichst ruhige Atmosphäre zu vermitteln. Dann müssen wir auf die Temperatur der Kinder achten, gucken, dass sie schön warm gehalten werden, möglichst wenig Erschütterungen dabei sind. Ja, das sind die wesentlichen Faktoren. Unter Aufsicht von Feuerwehr und Notarzt hat der kleine Junge den ersten Umzug seines Lebens wohlbehalten gemeistert. Besonders kranke Patienten aus der Kinderklinik kommen per Rettungswagen direkt zum Hintereingang des Neubaus. Dieses Kind braucht eine hochintensive Betreuung. Es wird beatmet und ist unter ständiger Kontrolle. Nach dem Check-in ist der junge Patient nur noch eine Aufzugfahrt von der Zielstation entfernt. Die kurzen Wege innerhalb des neuen Klinikums sollen Aufenthalt und Arbeit für Patienten und Personal erleichtern, für Übersicht und Struktur sorgen. Doch noch überwiegt das Chaos. Auch auf der C512, der Station von Kerstin Hammer. Man kriegt mit, dass die Leutchen selbst sich zurechtfinden müssen. Du hörst ja auf dem Flur dauernd, wo ist dies, wo ist das, wo sind die Binden, wo ist der wo haben wir denn das gelassen? Ach, da weiß ich überhaupt nicht, wo das ist. Oder wie macht man das hier mit dem Blutdruckmessgerät? Und das geht ja gar nicht. Und die sagen auch selbst, also das ist für sie sehr, sehr, sehr
stressig ist, ne? Sich zurechtzufinden. Es bringt zwar Spaß, aber ist auch sehr anstrengend. Trotz der vielen intensiven Vorbereitungskurse für alle Mitarbeiter läuft hier und da noch etwas schief. Doch nicht alles ist planbar. Vor 45 Minuten wurde Marleen geboren. Mitten im größten Umzugsstress, aber ganz ohne Komplikationen. Sie ist das erste Baby, das im neuen Kreissaal das Licht der Welt erblickt hat. Es ist Sonntag, vierter und letzter Tag des Klinikumzugs an der Kieler Förde. Am Vormittag ist der letzte von insgesamt 284 Patienten in den Neubau eingezogen. Jetzt müssen noch die restlichen Gegenstände an ihren künftigen Einsatzort verräumt werden. Vom Blutdruckmessgerät bis zum OP-Roboter. Für morgen früh sind die ersten Untersuchungstermine angesetzt. Dann muss alles dort stehen, wo es hingehört. Die alten Klinikgebäude auf dem Kieler Campus haben nun ausgedient. Sie werden renoviert oder komplett abgerissen. Jahrzehntelang dienten sie Schwestern und Ärzten als Arbeitsplatz. Lachendes und weinendes Auge ist alles okay. Es kommt ein neuer Lebensabschnitt und ich denke, das wird 30 Jahre A4 war schon. Nee, alles gut. Oh Mensch, Ingo. Patienten, die man erlebt hat, die das schlecht gemacht haben, die das total gut gemacht haben, so eine Transplantierte, die man über Jahre betreut hat. So. Das tut schon so ein bisschen weh. So, jetzt ist gut. 17 Uhr, Abschlussbesprechung der Umzugsleiter. Ulrike Schraback, Irmgard England von Pfeil und Professor Markus Steinfahrt ziehen Bilanz. Hier ist Markus. Du wolltest dich abmelden. Nummer. Mit meiner Nummer. Das spricht dafür, dass alles gut läuft. Genau, morgen ist Alltag. Ne? Okay, tschüss. Rundum insgesamt gut gelaufen. Und wir werden heute Abend nach Hause gehen. Ich glaube, wir trinken erstmal ein Bier. Bier ist gut. Ja, das glaube ich auch. Aber auch mal frische Luft tanken. Ja. Vielleicht auch mal in Kiel wirklich. Ich komme ja aus dem Süden, das hört man ja im Dialekt. Von daher, ich werde das Fahrrad nehmen und einfach mal in die Förde gehen. Nach tagelangem Dauerdienst ist auch für Marcel Böder Feierabend. Ab morgen früh ist der Umzugskoordinator wieder Pflegemanager. 4 Tage Umzug. Ich kann mal verraten, ich bin auch müde, ja, genauso wie alle anderen hier auch. Also wir haben eine wirklich extreme Vorbereitungszeit gehabt und man hat schon in den letzten Tagen gemerkt, kurz vor dem Umzug, dass das alles wirklich ja, von der Zeit her auch eine Dynamik mit sich bringt. Und im Endeffekt sind wir jetzt wirklich auch froh, diesen Umzug so schön und auch wirklich erfolgreich abgeschlossen zu haben.